Ja, hallo und guten Abend, liebe Leute. Und zwar wollte ich einmal kurz in diesem Video von Scrap Mechanic die Grundlagen, so die Basics, so ein bisschen erklären. Und zwar hat man unten ja einmal diese Aktionsleiste und da hat man dieses Mechanics Handbook, heißt es. Also das ist einfach das normale Handbuch hat man da, dann kann man draufklicken. Und dann kann man sich nämlich alle Sachen schön einzeln anzeigen lassen. Haben wir einmal How to Play, wie man das Inventar benutzt, wie man seine Hotbar benutzt, also wirklich ganz genau für die blutigen Anfänger einmal erklärt. Dann, wie man sich ein Fahrzeug baut mit der Hebebühne und alles. Dann Kugellager, wofür die Kugellager nützlich sind, wie man die verwendet. Wir werden gleich mal so ein paar kurze Einführungen machen in die wichtigsten Sachen. Der Lift, dann das Verbindertool. Dann haben wir einmal den Fahrersitz und den Benzinmotor. Die Düsen, die Sensoren und nochmal den Controller natürlich. Dann gibt es hier noch einmal so eine FAQ-Thema. Ja, was gucken wir uns denn einmal kurz an? Und zwar als erstes natürlich wichtig der Lift. Der Lift ist immer gut. Also mit I öffnet man das Inventar, wenn wir ihn noch nicht drin hätten. Wir haben ihn hier schon drin. Und dann wählt man den Lift halt aus und kann ihn einfach so platzieren. Dann, das mega praktische ist, man kann halt dann, wenn man sich einen Block auswählt und den hier so lang zieht oder so, kann man beliebig seine Gebäude oder Fahrzeuge hoch und runter fahren mit den Pfeiltasten. Nicht mit WASD, sondern mit den normalen Pfeiltasten. Ja, und wieder runterlassen und kann sich natürlich auch selber aufstellen, zum Beispiel dann runter wegkloppen. Wenn man dann irgendwie was in die Höhe bauen will, kann man ihn hier so hinstellen, kann darauf hüpfen und sich einfach mal selber da hochfahren. Kann echt manchmal nicht schaden. So, mache ich das mal wieder weg. Dann, was haben wir denn noch nicht? Das Kugellager ist natürlich wichtig. Und zwar, wenn wir jetzt sagen, können wir jetzt mal gleich kombinieren. Wir haben jetzt einen Lift gebaut, haben hier jetzt dann ein paar Blöcke hingesetzt. Und dann, wenn ich ein normales Rad hinsetze, dann würde sich das so nicht drehen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel hier Blöcke hinsetze, würden die so nicht runterfallen. Wenn ich jetzt aber sage, dass ich, und jetzt sehen wir auch gleich mal, was der Lift genau bewirkt, ich mache hier ein Kugellager hin, dann mache ich hier die Blöcke ran. Und so bleibt das auch so. Aber sobald der Lift weggeht, das ist später für Konstruktionen auch ganz praktisch, sobald er weggeht, geht quasi die Schwerkraft an. Und dann Dong, knickt das ganze Gelenk hier so ein bisschen ein. Ja, dann, also auch für Räder und so muss man das immer dazwischen setzen und Lenkung und so kann man sich halt alles selber damit konstruieren. Federung, dann haben wir ganz wichtig, Toilettensitz. Nein, so, wir können ja nochmal durchs Handbuch durchgehen. Ja genau, Fahrzeuge erstellen ist eigentlich auch simpel, also man nimmt sich dieses Podest. Dann macht man hier seine Plattform drauf, seinen Fahrersitz und einen Motor und dann muss die Sachen halt alle miteinander verbinden. Das heißt, man verbindet den Fahrersitz mit dem Motor, mit der angesteuert ist und den Motor verbindet man zum Beispiel mit den Kugellagern, damit die sich dann drehen. Und dann kann man auch noch die Richtung auswählen, welche Richtung die sich drehen sollen. Und dann zum Beispiel die Lenkung, diese Kugellager hier in der Lenkung, die muss man dann andererseits aber wieder dann direkt vom Fahrersitz ansteuern und nicht vom Motor. Also ist aber eigentlich total selbsterklärend. Also, schon ganz lustig. Dann, Lift hatten wir ja schon. Das Verbindertool, das ist auch ganz simpel anzuwenden. Also, man kann halt einfach die Linien ziehen. Man klickt zum Beispiel den Sitz an und zieht eine Linie zum Motor. Oder, man klickt dann den Motor an und zieht die Linie zum Kugellager. Und dann muss man hier jetzt manchmal mit der rechten Maustaste noch die Drehrichtung auswählen. Dann, der Fahrersitz. Der Fahrersitz ist, einmal dazu da, um links und rechts zu lenken und halt um vorwärts und rückwärts zu fahren. Mit Düsen kann man damit nur vorwärts fahren, aber halt mit dem Motor kann man damit halt vorwärts und rückwärts fahren. Ja, beim Benzinmotor ist zu beachten, dass man die immer erst, wenn man das alles verbunden hat, mit E anklicken muss, dann kann man die aktivieren. Wenn sie nicht mit dem Fahrersitz verbunden sind und man aktiviert diesen Motor dann, also wenn ich jetzt sage, ich platziere meinen Motor hier jetzt, und dann kann ich hier auswählen, wie hoch ich den haben will. Würde jetzt sofort loslaufen, wenn jetzt ein Rad reinhängen würde. Wenn ich aber einen Fahrersitz davor habe, also sagen wir mal, ich habe einen Fahrersitz, habe einen Motor und habe jetzt hier ein Rad mit einer Kugellager dran. So. Dann kann ich das ja alles verbinden mit meinem Connector-Tool. Dann sehen wir jetzt das auch einmal. Also wenn ich jetzt hier meinen Motor mit dem... Wow, wo ist meine Kugellager? Wieso kann ich das nicht sehen? Halt, stopp. Was ist hier los? Ups. Ah, jetzt. Ich verklickt. Hallo. Hallo. Ah, perfekt. Top. Top, wie das so läuft, ne?
Also Fahrersitz mit Motor. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ja, weißt du Bescheid. Weißt du Bescheid. Wahrscheinlich, weil das Ganze nicht auf der Hebebühne steht. Okay. Da habe ich mir jetzt natürlich selber eine Falle gestellt. Also, ignorieren wir das dann einfach mal. Okay, sehr professionell. Also, einmal nochmal die Hebebühne hin. Dann mache ich einmal eine Platte darauf. Ja, mit Q kann man übrigens auswählen, in welche Richtung ich das ziehen will. Also so zum Beispiel entweder so hoch, oder wenn ich jetzt wieder Q drücke, geht es in die Richtung. Wenn ich jetzt wieder Q drücke, geht es hier hin. Ja, dann kann ich das in eine gewünschte Position fahren, kann hier Kugel ranmachen, kann hier ein Rad ranmachen. Ich kann dann meinen Motor ranmachen. Zum Beispiel hier so. Ich kann dann hier einmal einen Fahrersitz hinbauen. Ich kann ihn auch natürlich so drehen. Und wenn ich jetzt halt meinen Connector Tool nehme. So, jetzt probieren wir das Ganze normal aus. Und mit dem Kugellager verbinden. Jetzt sehen wir auch, funktioniert das. Kann ich E drücken hier zum Beispiel. Kann jetzt starten. Jetzt würde das schon direkt loslaufen, wenn ich hier die Bühne runternehme. Ich kann das einfach kurz aufnehmen. So, jetzt dreht er sich immer so ein Kreis. Man kann das auch übrigens auch einfach so hier vernünftig hinstellen, wie man es haben will. Wenn wir jetzt aber das Ganze mit dem Connector Tool, also den Motor, dann hier verbinden und dann runter machen. Also ich habe jetzt sonst nichts verändert. Ich habe nur die Linie hier gezogen. Und dann das wegnehmen, dann fährt er nicht los. Und hier ist trotzdem noch hier das auf die Geschwindigkeit gestellt. Das heißt, er fährt dann nur los, wenn wir halt Gas geben. Also vorwärts und rückwärts. Aber ihr seht man, ich drücke jetzt gerade vorwärts, aber er fährt rückwärts. Das liegt daran, dass das Kugellager nicht eingestellt ist. Das heißt, man hat ja die Vorwärts-Rückwärts-Richtung, muss man auch vorher beachten. Links und rechts kann ich jetzt auch noch steuern. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass ich mir hier so ein, wie man das hier auch im Handbuch sieht, Moment, wo hatten wir das denn? Wenn man hier zum Beispiel hier so ein Kugellager über so ein, also zwischen so die Blöcke setzt, dann kann man die ja sich so quasi, hier, wie man das hier sieht, die Achse auch so bewegen. Ja. Dann, also den Motor haben wir jetzt. Dann, die Düse. Die Düse kann man bedienen, entweder mit dem Schalter oder mit dem Taster oder halt mit dem Fahrersitz. Aber das Schade ist halt, man kann, okay, aber andererseits ist es auch logisch, man kann halt nicht damit rückwärts, sondern wenn man jetzt W drückt, dann geht die Düse an und wenn man W loslässt, ist sie aus. Und man kann mit S halt nicht irgendwie sagen, man will rückwärts. Das heißt, man müsste dann extra einen extra Taster machen und dann das mit der Düse verbinden und das irgendwie vorne ins Fahrzeug machen oder so, um einen Düsenrückwärtsgang quasi zu haben oder halt einen Motor nehmen. Und aber das kann man sich halt alles zurecht basteln. So, aber ja, diese Düsen kann man halt auch alle nochmal einstellen. Habe ich eine drin? Nein, habe ich gerade nicht. Also dann drücke ich I-Inventar, kann mir ja einmal kurz eine reinziehen. So, also wenn ich die hinstelle, sehe ich auch, kann ich die halt auch in jede Richtung und ich kann das genauso wie einen Motor einstellen und halt, wie gesagt, mit dem Fahrersitz und mit Schaltern bedienen. So, dann können wir nochmal ins Handbuch gucken. Dann haben wir hier noch die Sensoren. Die Sensoren sind nochmal dazu da, dass sie genau wie einfach nur ein Button oder ein Switch Sachen ansteuern können. Ja, und praktisch sind sie auch dafür, um sie dann später mit den Controllern zu verbinden. Das ist nochmal ein bisschen kompliziert, das sollte man sich nochmal gesondert angucken. Das ist halt einfach nur das so da, damit man sagen kann, wenn jetzt zum Beispiel der Sensor angesteuert wird, dann geht die Abfolge von Kugellager, Drehung, Fuß und ja. Aber es ist auch nicht weltbewegend. Also es ist echt alles selbsterklärend und relativ simpel. Also es macht schon Spaß, man hat viele Möglichkeiten. Und ja, das ist jetzt einfach nur so eine flache Landschaft gewesen, um das einmal zu zeigen. Gibt natürlich dann noch die normale Landschaft mit Bäumen und Bergen und das einzig Nervige ist nur, dass ab einer bestimmten Weite dann irgendwann hier so eine Spielegrenze ist und ab einer Höhe auch, also man fährt dann quasi irgendwann gegen die Wand. Aber ich spiele jetzt noch in der Entwicklung, mal gucken, was da noch so alles kommt. Ja, ich kann mal kurz durchs Inventar gucken. Die Sachen, die es bisher gibt, sind halt einmal links diese Tools, die wir hier haben, einmal diese Hebebühne, ein Hammer, das Connector-Tool, dann haben wir hier noch einmal so ein Farbanmalding und halt unser Handbuch, was wir eben benutzt haben. Dann haben wir diese Blöcke, die haben alle verschiedene Gewichte. Das heißt, wenn wir Sachen konstruieren oder Sachen, die fliegen können, ist auch immer zu beachten, wie schwer die sind. Hier steht Heavy Rate, hier steht Light Rate und so weiter. Verschiedene Federungen gibt es. Ja, dann noch andere Sachen wie Lichter und Rädergrößen und Sachen auch zum Gebäude bauen und haben wir noch ein bisschen Deko-Zeug. Ja. Okay, also, einfach mal ausprobieren.
Insofern, wenn es euch gefallen hat, lasst mich wissen oder stellt mir eine Frage. Ciao und bis bald. Und